Verschmelzung. Wow, es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Winter is coming. Sowas, da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Wo ist er denn? Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Gibt's eine Karte? Nö. Auf jede Taste kann man rufen, ist denn ernst? Überall auf die Taste kann man... Alter, okay. Gut, dieser Wald ist bereits ziemlich leer. Aber der Winter lässt auch noch die letzten Zugvögel flüchten. Wo willst du denn hin? Das ist nicht der Weg zum See. Doch, das ist der Weg. Geh zurück und biege bei den Kiefern links ab. Das ist der Weg. Das sehe ich sofort. Plom. Geht nur eins, okay. Keine Ahnung. Was ich hier machen muss, keine Ahnung. Aber hier ist nicht gesagt, dass der richtige Weg ist. Da lang. Genau. Und jetzt geradeaus weiter. Ja, ist mir schon klar. Die Alte, ne? Die ist mal dazwischen am Reden, ey. Teich. Weißt du, kleine Knospe, es mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich. Ich wäre auch gern imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest, ich weiß auch nicht, du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Okay. Okay. Schlammloch. Was ist das für ein Vieh?
Och ne, ne? Wir werden Probleme bekommen. Ich werde abgesprungen, Mann. Wollte schon sagen, gibt es keine Gegner? So trostlos, ja. Oh. Flatsch. Explosion. Feder. Jetzt kommt der aus Ui oder was? Kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut. Dir und deinem Fuchs. Warte. Nein, hey. Nochmal. Okay, das will ich jetzt aber probieren. Storch? Das ist ein Storch, ne? Ein Storch! Ein Riesenstorch. Wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Was ist das hier eigentlich? Was brauchen wir das Ding? Keine Ahnung. Noch ist es ein Rätsel. Der ist er doch. Storch, Storch! Storch, Storch! We'll be right back.
Okay. Langsamer. Jetzt erklärt das einiges. Bam. So. So. Cool. Voll geil. Aber wie es noch Eis ist, dann erst später. Ach, nein. Fühlt er sich auf. Wir sind P zwar. Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Folge dem Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt. No. Komische Steuerung. Ich weiß nicht, wofür die brauchen. Okay, doch nicht. Oder? Nö, ja, geht auch schon so, ne? Ja. Keine Ahnung, ob das zwei waren. Oh, warte. Mhm. Aladdin. Sie anschauen wir jetzt. Geht's weg. Okay. Ich meine, ich hätte auch so ein Spiel gesehen, das auch so war. Das war so ein Horrorspiel. Da konnte man irgendwie die Zeiten umstellen. Ich glaube, Franbow oder wie das heißt, ne? Okay, wollen wir... Achso, nee, doch nicht.
Okay. Muss ich jetzt da hoch oder? Ach so, das Eis. Hab ich gesehen. Ach so. Hey, jetzt ist das kleiner. Lol. Komm schon, ist er hoch. Ah. Gescheatet, hahaha. Dann nicht, muss er da hochkommen. Alle Achtung! Für so eine kleine Knospe bist du ganz schön gerissen. Und du wirst sehen, wenn du erst einmal dieses zweite Fragment absorbiert hast, wirst du noch pfiffiger sein. Fresko des Herbstes. Aha. Also wir hatten Winter, Herbst und Sommer. Oder das Frühling. Ich glaube Frühling. Was ist jetzt los? Ah, okay. Hey, wir haben ja schon fast die Hälfte des Spiels durch eigentlich, oder? Oh. So. Die Farben, die Gerüche. Das ist wirklich meine liebste Jahreszeit. Nee. Wir könnten diesen Moment genießen, wenn dein Fuchs nur Ruhe geben würde. Es gefällt ihm sicher nicht, dass wir ihn derart benutzen, aber wir haben kein anderes Tier zur Hand. Wir haben erst die Hälfte hinter uns. Er wird uns also noch ein wenig länger aushalten müssen. Wieso haut er nicht ab, Eva? Vielleicht solltest du versuchen, ihn zu beruhigen. Und wie? Wo ist denn der? Ah, so beruhigt man den. Ich mag er wenigstens. Das ist ja schon mal was. Wieder hops. Ich hatte es dir ja versprochen, kleine Knospe. Nun, wo du zwei Jahreszeiten absorbiert hast, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Jede Jahreszeit ist einzigartig und verwandelt die Elemente, die dich umgeben. Zögere nicht, die Macht der Jahreszeiten zu nutzen. Und zwar wo du willst und so oft du willst. Also, kleine Knospe, welche Region wirst du jetzt erkunden? Du hast die Qual der Wahl. Ach so, aber wenn ich dir einen Vorschlag machen dürfte... Du kannst die Macht der Jahreszeiten nutzen, um Zugang zu dieser Höhle zu erhalten. Aber ich zwinge dich zu nichts. Mach, was du willst.
Macht der Jahreszeit. Mal hier unter. So, im Herbst sind die aktiv. Alles klar. Wir gehen trotzdem mal nach hier. Ich weiß nicht, wo man so oder so lang gehen sollte. Aber ich glaube, das hatte ich ja als erstes noch im Blick gehabt. Weiß ich ja. War ja vor 20 Minuten oder so. So. Nochmal Winter. Ja, war auch gut. Gut gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Hä? Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Los, kleine Knospe, geh. Verlier keine Zeit. Oh, jetzt gehen sie auf. Alter, die Steuerung, ne? Da komm mal doch. Ja. Ach so, wächst man. Ah, check ich jetzt erst. Hey. Aber wo soll es denn jetzt weitergehen? Merkwürdig. Okay, erste Stelle, wo ich echt, oh. Sehe ich es erst. Oder? Was ist das denn? Okay, ich glaube, wir sind richtig. Schön mit den Lichterketten.